Hallo Leute, willkommen zurück zu DMR 1994 Sandcastle. Ich spiele das Spiel jetzt erste Mal seit dem Urlaub wieder. Und ich wette, ich finde das Kampfsystem immer noch richtig scheiße. Ja, das freuen wir uns darauf, wie es weitergeht. So, stehst du auf, du Schwein? Steht noch irgendjemand von euch auf? Haben wir denn ein Alien noch? Und ich habe so viel Heilung. Aber keine Munition mehr. Das ist schön. Ja, keine ist relativ, aber es ist nicht sehr viel. Was war denn da? Natürlich, die beste Munition. Ihr könnt mich zuscheißen mit Schrot, aber diese MP finde ich halt, naja. So, und ich freue mich sehr. Ich habe viele Kommentare gelesen, wo ihr mir zustimmt, dass ihr das Spiel sogar teilweise abgebrochen habt, weil die Kämpfe so kacke sind. Ah! Ich will nicht die ganze Zeit ragen. Aber. Mann, ey. Haben die das überhaupt mal Beta getestet hier? Und ich meine, jetzt nicht auf easy, sondern auch auf normal und schwer. Das kann ich mir nicht so vorstellen. Hatte ich nicht Licht oder so? Eine Taschenlampe? Nee. Leuchte ja selber wie so eine Litfaßsäule. Alles gut. Und die leuchten nicht mal. Muss ich mir mal vorstellen. Ah ja. Tagebuch des Forschers. Daten wurden entfernt. Ich habe den kompletten Überblick verloren, wie lange wir schon hier unten sind. Ich habe seit Jahren kein Tageslicht mehr gesehen. Die Luft hier kann man kaum atmen und diese verdammten Ventilatoren pumpen immer mehr von diesem Gift herein. Wir sind erschöpft. Es fühlt sich jetzt schon wie die Hölle an, aber wenn du aufhörst, diese Pillen zu nehmen, treibt es dich in den Strudel des Wahnsinns. Deine Albträume erwachen zum Leben. Wir müssen weitermachen, die Untersuchungen abschließen, tun, was sie uns befehlen. Ansonsten werden unsere Kinder niemals das Tageslicht erblicken. Sie sind die wahren Opfer von all dem hier. Sie werden in der Dunkelheit geboren und wachsen dort auf. Für sie sind der Himmel und die Sonne nichts als ein Märchen. Alter, ist ja nicht so, als... Hier unten erwartet sie nichts außer Krankheit und Tod. Ich kann nicht aufhören, an die Leute außerhalb dieses Grabs zu denken. Was tun unsere Familien? Sie müssen uns vergessen haben. Wie konnte ich mich jemals zu diesem Wahnsinn bereit erklären, verdammte Scheiße? Geld, Ansehen, alles, womit sie uns angelockt haben, ist nichts zum Vergleich zu der Freiheit, die sie uns genommen haben. Und wenn wir es einmal schaffen, ein paar Neuigkeiten zu halten, sind sie stets vage und unzuverlässig. Unser Opfer sollte einem größeren Wohl dienen, der wichtigsten Entdeckung der Menschheitsgeschichte. Doch das alles war eine verdammte Lüge. Wir haben unsere Seelen dem Teufel verkauft und nun sind wir in der Hölle, die wir verdient haben. Die letzte Seite scheint mit zittrigen Fingern verfasst worden zu sein. Ich habe aufgehört, die Pillen zu nehmen. Sie hatten recht. Ich kann sie endlich hören. Und ich sehe ganz klar. Er zeigt uns den Weg. Er ruft uns an seine Seite. Nur er kann uns den Weg zur Sicherheit und Ewigkeit zeigen. Habe ich auch gehört. Aber I call Bullshit. I call Bullshit. Von hier Vögel? So, das Scheiß. Alter. Progress! United States Progress! Ey, das musst du dir mal vorstellen. Alleine schon die Idee, dass man hier sowas unter der Wüste baut. Und die Leute dann nie wieder rauslässt. Ja, natürlich gibt es ja eine Elementary School. Wo ist das Krankenhaus? Wow! Ganz geil, ne? Warte mal, ich... Oh nein, ich bin wieder von hier.
Warum auch immer. Arschloch! Arschloch! So, hier reicht's. Und alles, was ich gekriegt habe, war 3 Schuss Schrot für diesen Kampf. Und 15 für diese dumme Kack-MP. Oh nein. No. Oh nein. Es ist eine Schule. Mein Gott, ich hoffe... Nein, ich will nicht even darüber denken. Wir sind nicht in Silent Hill, alles gut. Trotzdem, ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Ich habe keinen Bock auf Kinder-Zombies. Alter, ich mag den Panda, also diesen aka Black-White-Bär und der Awkward-Affe. Ah, das ist so schön. Für sowas finde ich das Spiel jetzt wieder ganz toll. Also, die haben sich da echt gute Ideen so rein überlegt. Aber die Kämpfe, die Kämpfe, die Kämpfe, die Kämpfe. Da hätte man mal das Everlasting True Love. I am yours. Cora, I'm in. Where are you? Cora, are you receiving me? Cora! Damn! Nun, erreiche Cora. Es ist aber auch so dunkel. Es ist nicht normal. Das steht außerhalb jedes Verhältnisses. Warum schwillt hier alles? Alter, es ist so dunkel. Ich muss gerade raten, wo die Wege sind. Hä? Ohne Scheiß, ich sehe hier nichts. Shit. Ja, ohne Scheiß, ist hier irgendwo eine Tür? Das ist eine Leiter! Alter, ich hab's nur gesehen, weil da oben so ein Loch in der Decke ist. Ohne Scheiß, es ist so dunkel. Ja, ich mach's heller. Aber Bruger, ich hab das gleich ja, du hast es gesehen, weil ich's heller gemacht habe. Hast du gemerkt. Zum Glück habe ich's heller gemacht, sonst hättet ihr mich gar nichts gemerkt. Sie hat aber einen Schritt, ey. Bom, bom. Ja, überall Leichen. Wird das wohl bedeuten? Für meinen Spielspaß. Na? Da kommt was. Ficken Sie sich. Guck mal, ohne Licht absolut Schwärze hier. Sie hat voll die Hightech-Ausrüstung, aber nicht mal eine Taschenlampe dabei. Oder? Ne, so das Medipack mit G. Ich weiß schon die Steuerung nicht mehr. Wird immer besser. Alter. Ist das eine Tür oder was ist das? Ja,
Ne. Mm-mm. Na. Ist die Tür wieder zu, oder was? Boah. Da schmeiß ich mein Gamepad auf den Boden. Vor Schreck. Weil die Tür zugeknarzt ist. Ah, Mann! Was ist los mit mir? Was denn hier? Division Table. Botzt. Liegt halt überall hier so rum, ne? Leitern. Das sind auch sehr schön im Spiel übrigens. Guck mal, so eine Dunkelheit finde ich gut. Es ist dunkel, aber man sieht noch Konturen. Dachte mir schon, dass da oben zu ist. Also was Halbes. Oh, hurry. Get behind me. Oh, please no. Oh no, no, run. There's no one here. It's over. It's not my fault. I was only following orders. This time I... Gora, it's over. Raise. I'm here. Couldn't do it. I failed. They were survivors, and the children, those monsters, they took them away. Not again. It's happening again. They're all dead. You did everything you could. Weißt du doch gar nicht. I'm sorry, Gora. We can still stop this. You said so yourself. Vielleicht hat er gar nicht alles getan. Vielleicht hat er es einfach hängen lassen. Ja. Das ist schon wieder. Rotkreuzschwester. Rette Gora in der Schule. Warum habe ich ihn denn gerettet, bitte? Tears in front of a Hades agent. If the others could see me right now. It doesn't matter anymore. It's just the two of us. Well, you're right, Reyes. Delilah. Call me Delilah. Delilah. Oh no, ich hab das Alien verpasst. About what happened earlier. It doesn't matter. It's over. I know. I just wanted you to know it's not your fault. So who the fuck is to blame for all this? You're all the same. Your commander once tried to tell me the same thing. But I'm the one who has to live with the guilt. And it's a pain that never goes away. So it's true. You knew Foster. He was my commander at Granada. He forced me to abandon my team in the middle of a fucking ambush. I'm alive thanks to him. I'll never forgive him. You don't have to worry about him anymore. What do you mean? Foster's dead. Oh, I can't say I'll miss him. But I know it hurts. Your comrades die. Innocent people die. War sucks. Yeah, yeah. Look at the tough soldier girl. While we're in the mood for confessions, why don't you tell me about Helen? What the fuck do you know about Helen? I don't know anything. I screamed her name in terror just before we met in front of the castle. Place pulls all the skeletons out of the closet. So, why don't you tell me about it, Wonder Woman?
She's my sister, but... just leave it. Hey, sorry. I'm an asshole. I didn't... It's alright. I started it. Let's move out. The last thing this situation needs is a couple of old soldiers traumatized by their harrowing past. Okay. Ja, Schwester? Hä? What do you think of this place? Looks like they really managed to teleport. It's crazy. Yeah, but at what cost? You think the world needs to know? What are you asking me for? I thought this was why the president sent you here. You certainly don't need my approval. Please do lie. First time in my life. I don't know what to do. Help me out here. Imagine if this shit got into the outside world. It would be chaos. How can I take responsibility for all this? You keep forgetting that we're soldiers. We follow orders. Stop assuming responsibility. It's the only way we're going to get to the bottom of this. A little simplistic. Maybe so, but taking sole responsibility for deciding what's best for the world? That's madness. Well, I'll happily share the responsibility with you. You don't know anything about me. You don't even know what my orders are. You're right. But as you say, we're here to do someone else's dirty work. Whatever our orders, we're working together now. Mal sehen, ja. Mal sehen, wie lange du noch lebst. Irgendwie haben die Leute in meiner Begleitung nicht so viel Glück damit, lange am Leben zu bleiben. So. Here we go. After you? Where are you supposed to kill me? Can't wait to die, huh? I can take care of that. Roddick! Look who's back. Shut the fuck up. If you don't want me to blow your brains out right now! Okay, okay. Calm down, man. What are you doing? That's enough. Put your weapon down. Hell is around the corner. We don't need any more dead. This is bullshit. Don't be fooled by his pretty face. He'd kill you without a second thought. Let's finish this. No, Cora. Just fucking stop. Don't move. Neither of you are getting in there. That's the way it is. Like I told you, stay out of it. So... you're even a thorn in the ass of your own squad. Say one more word. Don't fuck around! You know me! Delilah, do as he says! I don't know you! Not well enough! Ja, klasse. Habe ich nicht gesagt? Na gut, er lebt noch, aber... Ja, Assel. So, wir kommen jetzt hinterher. What the hell? Wie dreckig sie ist, aber ihre Haare glänzen 1A. Right, in Resident Evil spielen. With the security system down, maybe I can find another way into the castle. Ich hätte nicht nur einen Weg geben, oder? Wo ist seine Knarre jetzt? Ui. Meinte nämlich vorhin, ich hätte das Alien gehört, aber nein. Gora! Gora! Answer me, goddammit! Ja, da wird ihn jetzt ans Funkgerät lassen. Roddick, how could you do this? Ja, so hat er es gemacht. Wie konntest du? Ja, so. Jetzt kommt wieder ein Arsch voll Gegner und vorher, als ich mit Gora unterwegs war, kam gar nichts. Der könnte auch ruhig mal ein bisschen ballern.
Doch, das Gitter war nur unten. Und die Stäbe sind so breit, da könntest du dich locker durchquetschen. Sogar mit dem Teil auf dem Rücken. Na komm. How can that be Roddick's signal? He shouldn't be anywhere near here. Ich warte nur drauf, dass gleich wieder was kommt. Oh komm, ich speichere einfach hier. Mehr als zwei Wochen später. Ich hab ja gehört, es wäre nicht so lang und ich würde es eigentlich locker durchkriegen vom Urlaub, aber habe ich nicht ganz geschafft, wie es aussieht. Oh, davon ist blinky blinky stuff. Ist das ein Bohrer? Ein Gora-Bohrer? Gora Gora, Bora Bora. Bora Bora hat mal wieder die Zunge rausgestreckt. Alter, wird das jetzt ein Bossfight? What the fuck? Warum liegt hier ein Dinosaurier-Schädel? Alter! Oh Gott! Jetzt lauf doch einfach mal! Ja, ich brauche hier ein bisschen Platz, ne? Oh, hätte ich auch einfach hochklettern können? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Warum machen die eigentlich auf einmal so viel Schaden, diese Drecksviecher? Haben sie vorher nicht gemacht. Der Bohrer gerade runterkommt. Yeah. Game over. Habe ich das gerade überstanden? Ohne getroffen zu werden. Ihr macht's doch noch dunkler. Oh, ist die Musik her. Ja, schon vorher es scannen können. Klassische CIA-Gehirnwäschetechniken und unterbewusste Botschaften. Standard Hexacorp-Protokoll. Du lebst hunderte Meter unter der Erde und sie zeigen dir grüne Felder und das offene Meer.
Anscheinend war es für Hexacorn nicht genug, den guten Menschen von Keen Sight das Leben zur Hölle zu machen. Wenn ich daran denke, dass ich mal stolz war, diese Uniform zu tragen. Ja. Da wird er irgendeine Scheiße jetzt. Gerade Schaden gemacht. Der verschissene Sparker, ey. Was jetzt schon wieder? Ist doch nix. No Signal. Hirnwäsche. It seems to be coming from inside that house. Are you one of them now? Are you? Ja, wenn es so ein Vieh wäre, wird man es eh nicht mehr erkennen. You kept it after all these years. It can't be too late.
Ich meine, alle sind tot, wirklich alle. Aber ihre Schwester muss noch leben. Privatdetektiv, finden Sie die Wahrheit über Helen heraus. Sieht eigentlich voll nett aus hier drin, obwohl alles schon voll im Arsch ist. Na gut, Leute, nächstes Mal geht's weiter. Wie immer danke ich euch sehr fürs Liken und Kommentieren. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder zu DMR 1994 Sandcastle. Ist ja irgendwie schön. Mir macht schon Spaß, nur die Kämpfe. Ah, die Kämpfe. Bis dann, ciao.